miteinander. Schön sind ihr da. Machen wieder mal Yoga miteinander. Daheim. Wie immer in letzter Zeit. Kommt gerade mal zu der Matte Mitte. Wir fangen hier in der Bärenhaltung an. Wir stehen also die Füße direkt unter die Hüfte. Jetzt fangen wir mal unten an. Die Fußsohle schön flach in die Matte drücken. Vielleicht die Zehen spreizen, dass der Boden unter den ganzen Füßen spürst. Dann heute etwas für die Haltung machen, dass wir etwas aufrechter stehen, bessere Körperhaltung haben. Jetzt nehmen wir die Schulter ein bisschen zurück, dass die ganze Wirbelsäule schön gerade ist. Steißbein vielleicht noch ein bisschen reinziehen, den Bauch reinziehen, Brust anheben, Knie weg von der Brust, den Blick geradeaus. Die Schultern bis von den Ohren weg entspannen, leicht hinterher ziehen, aber ohne grosse Anstrengung. Wenn da einfach mal ruhig, aber ganz aufrecht, schön aufgegliedert, sagen wir einmal, hinstehen. Dann mal tief einschnaufen, die Lungen füllen. Ausschnaufen, die Lungen leeren, den Bauch hineinziehen. Gerade noch einmal. Ausschnaufen. Jetzt machen wir mal richtig Reisen mit den Schultern gegen hinten. Zuerst die Schultern aufziehen Richtung Ohren, dann zurückziehen. Das spürst du, wie die Schulterblätter hinten zusammenziehen. Dann runter, die Schultern weg von den Ohren, die Hände Richtung Knie runterziehen und dann gegen vorne. Die Schultern vorne ziehen und wieder rauf. Ganz langsame Kreise, ganz ausgeprägte Kreise, also richtig spürst, wo das welche Muskeln da ein bisschen drücken, ziehen, klemmen, je nachdem, wo es gerade bist. So, und dann noch bis du wieder oben bist und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Also zuerst nach vorne ziehen die Schultern, dann runter, richtig weit runter ziehen, hinterher ziehen. Das sind leichte Bewegungen, aber wir wollen sie doch gut spüren. Die Schultern bis zu den Ohren, den Rest vom Körper möglichst gerade behalten. Noch einmal rundum, schön langsam, in eigener Geschwindigkeit. Sehr gut. Dann die Hände ein bisschen ausschütteln, die Schultern. Einfach so, wie es geht, dass die wieder locker werden. Vielleicht mal die Hände zu den Schultern. Da ein paar lockere Schulterkreise. Und dann gerade noch mal gerade hinstehen. Noch mal schön spüren den Druck unter den Füßen. Das mal sogar die Beine anspannen. Bauch reinziehen, die Brust noch etwas mehr anheben, die Schultern noch ein bisschen zurücknehmen. Da jetzt einschnaufen, Hände aufstrecken, Blick leicht anheben und über die Seite ausschnaufen, Därme abnehmen. Gerade noch einmal. Einschnaufen, aufstrecken, Füße in die Matte stossen, die Wirbelsäule verlängern. Ausschnaufen, Därme über die Seite runterbringen. Und noch einmal. Einschnaufen, aufstrecken, ausschnaufen, Bauch rein und Därme abziehen. Jetzt machen wir noch tiefe Atmung im Stand. Wir tun die Hände unter dem Kinn falten, alle 10 Finger verschränken, sodass sich die Ellbogen möglichst berühren vor der Brust. Es zieht die Schultern dann so ein bisschen vorne ab. Jetzt tun wir hier einschnaufen, vielleicht zuerst einmal zuschauen. Im Einschnaufen, wir tun von der Kehle her die Luft reinziehen und durch die Nase einschnaufen. Gleichzeitig die Ellbogen öffnen, die Schultern kommen jetzt runter, weg von den Ohren, die Finger da spreizen, so fest wie es geht, die Ellbogen Richtung Decke aufstrecken, die Wirbelsäule lang machen. Und jetzt zum Ausschnaufen, den Kopf nach hinten, Blick Richtung Decke, durch das offene Mund die Luft ausschnaufen, langsam vor der Brust, Hände zueinander, Unterarm zueinander, Ellbogen berühren sich. Und dann gerade wieder einschnaufen. Jetzt mitmachen. Die Ellbogen öffnen, den Blick langsam richtig nach vorne orientieren. Ellbogen anheben und ausschnaufen. Durch
cool. Also, ob du einen Spiegel anhauchen an der Decke, Ellbogen zueinander. Einschnaufen. Blick nach vorne bringen, die Finger spreizen, Ellbogen an die Füße, Matte stossen. Ausschnaufen, den Bauch reinziehen, die Lungen leeren. Und dann nicht nur die Lungen aufwärmen und vergrößern, sondern eben auch an der Haltung arbeiten. Ellbogen wieder öffnen, Blick führen bringen, die Schultern weg von den Ohren, Ellbogen strecken, ausschnaufen, den Bauch reinziehen, das Gesäß anspannen. Ellbogen zueinander, Oberarm möglichst parallel zum Boden. Und noch einmal. Einschnaufen, die Lungen füllen von unten nach oben. Noch ein bisschen mehr Luft einschnaufen. Und jetzt ausschnaufen, die Lungen komplett leeren. Durch das offene Mund die Luft rausdrücken, ganz leer. Super, jetzt bringen wir die Arme an die Körperseite. Dann nochmal kurz schön gerade stehen, noch ein bisschen nachfühlen. Jetzt frischen Sauerstoff im ganzen Körper haben. Super. Dann können wir das vordere Mattenende, machen ein paar Sonnengrüße, um uns ein bisschen aufwärmen. Stehen mit den Füßen beieinander auf der Matte. Und dann einschnaufen, die Arme anheben. Eine leichte Rückbeuge, Blick nach oben, noch ein bisschen mehr zurückbeugen. Ausschnaufen, vorne runterbeugen, Hände auf die Matte. Da vielleicht zum ersten Mal kurz ein bisschen bambeln lassen, ein bisschen hangen lassen, ein bisschen die Beine bewegen. Sehr gut. Dann nehmen wir den rechten Fuß zurück, legen den Fuß und das Knie ablegen. Jetzt schauen, dass das Knie vorne über dem Fußgelenk ist, nicht weiter vorne. Möglichst den senkrechte mit dem Schienbein. Und jetzt einschnaufen. Den Arm aufstrecken, aufschauen. Ausschnaufen, Hände zurück auf die Matte. Den linken Fuß hindern, da ein herabschauender Hund kommt. Im ersten Mal ein bisschen die Füße auspedalieren, die Beine und Knie aufwärmen, auch noch die Schulter abwechseln, mal Richtung Matte drücken. Mal ein bisschen dynamischen, herabschauenden Hund zum Anfangen. Sehr gut. Kommen wir zurück in den Hund, da ein bisschen stabiler werden. Jetzt könnt ihr vielleicht zum ersten Mal die Knie auf die Matte bringen, dann die Kinnbrust unten aufschaufeln und dann da in den heraufschauenden Hund aufstossen, bis ihr nur noch die Füße und die Hände auf der Matte habt. Und zurückstossen in den herabschauenden Hund. Einmal einschnaufen und ausschnaufen. Der rechte Fuß zwischen die Hände. Linke Fuß und Knie hinlegen. Wieder schauen, dass das Knie nicht zu weit vorne ist. Einschnaufen. Aufstrecken, aufschauen im Ausfallschritt. Ausschnaufen. Die Hände auf die Matte. Der linke Fuß neben der rechten. Nochmal die Hände auf der Matte behalten. Vorwärtsbeuge. Und dann einschnaufen. Rückbeuge strecken. Ausschnaufen. Die Arme an die Körperseite. Sehr gut. Machen wir es gerade nochmal. Ein bisschen anders. Einschnaufen, verlängern, strecken, lange Wirbelsäule. Ausschnaufen, zusammenfalten. Das rechte Bein zurück, Fuß und Knie wieder hinlegen. Dann können wir mal im Ausfallschritt das Knie noch mal kontrollieren. Und dann wir hier mal das Becken richtig sinken lassen. Und jetzt aber nicht einfach so reinhangen, sondern jetzt das Becken ein bisschen so aufrichten, den Bauch ein bisschen anspannen, dass ihr da Kraft habt in eurer Mitte. Und dann mit der bisschen Spannung, die ihr habt hier im Unterlieb, dann mache ich tiefer sinken. Jetzt könnt ihr die Zehfinger verschränken, Zeigefinger strecken, einschnaufen, die Arme aufstrecken, ganz gestreckt die Arme gegen die Ohren andrücken, die Arme, den Blick leicht halten, vielleicht noch ein bisschen mehr zurückbeugen, Brust anheben. Super. Ausschnaufen, lösen, ein bisschen anstrengender so. Die Hände auf die Matte, den linken Fuß hinten, in den herabschauenden Hund. Dann probieren wir es über das höhere Brett das mal. Höchstes Brett, tiefes Brett, unten aufschaufeln, heraufschauender Hund. Zurückstoßen, in den herabschauenden Hund. Den rechten Fuß zwischen die Hände, linken Fuß hinlegen und da in den Ausfallschritt kommen. Jetzt wie auf der anderen Seite. Zuerst mal das Becken ganz sinken lassen.
Und dann aus dem Reinhängen rauskommen. Mitte stabilisieren, das Becken nach vorne orientieren. Beide Becken, Hüftknochen zeigen führen. Jetzt, wenn du die Stärke findest in deiner Mitte, nochmal ein bisschen tiefer kommen, aktiv bleiben. Die Hände verschränken, vielleicht die Finger andersrum verschränken als vorher. Zeigefinger strecken. Die Arme ganz gestreckt aufstrecken gegen die Ohren und sogar noch ein bisschen hinter die Ohren strecken. Brust anheben, aufstrecken, das Becken ein bisschen tiefer bringen. Super, ausschnaufen, lösen. Die Hände auf die Matte. Der linke Fuß gerade führen zum rechten. Dann nochmal kurz hängen lassen, zusammenfalten. Beine leicht beugen. Einschnaufen, aufstehen, Rockbügel strecken. Ausschnaufen, derma Körperseite. Und weiter geht's, ein bisschen anders. Einschnaufen, Rockbügel strecken, hoch aufstrecken. Ausschnaufen, zusammenfalten, vorwärtsbügel. Das rechte Bein zurück. Knie und Fuß wieder hinlegen. Dann wieder den Ausfallschritt finden, die richtige Position. Knie über Fußgelenk, das Becken stabilisieren, die Mitte. Jetzt dann die Hände, 10 Finger hinter dem Kopf verschränken, Ellbogen ein bisschen näher zusammenbringen und den Kopf ein bisschen in die Hände drücken, Brust anheben. Stärke behalten in der Mitte, also in der Hüfte und im Becken. Die Hände noch ein bisschen weiter zurückbeugen, wir öffnen die Schulter ein bisschen öffnen, gleichzeitig eine leichte Rückbeuge, Brustöffnung, ausschnaufen. Die Hände zurück auf die Matte bringen. Der linke Fuß hinter, herabschauen und das Gesäß hoch auf. Jetzt probieren wir Chaturanga. Das heisst, ihr könnt hier wie eintauchen. Die Ellbogen leicht beugen, Kopf voran gegen den Boden, wenn ihr stark genug seid. Und dann könnt ihr wieder hochkommen, heraufschauen Hund. Und zurückstoßen im herabschauen Hund. Einmal einschnaufen und ausschnaufen. Rechte Fuß zwischen die Hände, den Ausfallschritt finden, Knie über dem Fußgelenk, das Becken ausrichten, die Mitte stabilisieren, starke Mitte, so ein bisschen wie wenn du würdest. Wie sagt man denn? Einfach die Spannung halten im Unterleib, nicht reinsinken, sondern so ein bisschen anziehen. Dann die Hände hinter dem Kopf wieder verschränken. Den Kopf in die Hände drücken, Ellbogen zusammenbringen, Brust anheben, lange Wirbelsäule mit einer leichten Rückbeuge und ausschnaufen, Hände zurück auf die Matte. Den linken Fuß führen zum rechten, nochmal kurz Vorwärtsbeuge, einschnaufen mit leicht gebogenen Beinen, aufstehen, Rückbeuge strecken, ausschnaufen, derma Körperseite. Sehr gut, machen wir es noch einmal. Einschnaufen, verlängern, strecken, ausschnaufen, zusammenfalten, vorwärts beugen. Das rechte Bein zurück, Fuß ablegen, wieder in tiefen Ausfallschritt. Position finden, Oberkörper aufrichten, Becken stabilisieren. Und jetzt tun wir den linken Arm aufbringen. Nein, der rechte Arm auf, sorry, der, was das Bein hinten ist. Und mit der linken Hand hier mal am rechten Ellbogen ein bisschen ziehen, um die Schultern zu öffnen. Wenn ihr könnt, könnt ihr auch den linken Arm jetzt nach hinten aufgreifen und die Hände hinter dem Rücken fassen voneinander. Rechte Ellbogen oben, der linke unten, Brust anheben, Blick leicht nach oben bringen, so ein bisschen vorne rauf. Das Becken stabilisieren. Einmal einschnaufen. Und ausschnaufen. Super. Langsam die Hände lösen. Die Hände zurück auf die Matte. Linke Fuß hinten, herabschauender Hund. Hier den Rücken. Kurz strecken. Die Schulter richtig Füße abdrücken. Und dann Chaturanga. Oder ihr könnt es auch auf den Knie machen. Unten aufstoßen. Dass wir zurückkommen in den heraufschauenden Hund. Zurückstoßen in den herabschauenden Hund. Kopf anheben, rechte Fuß zwischen die Hände. In den Ausfallschritt kommen. Position kontrollieren. Das Becken stabilisieren.
Und jetzt kommt der linke Ellbogen rauf. Ihr könnt zuerst mit der rechten Hand den Ellbogen ein bisschen hinterher stossen. Und dann die rechte Hand hinterher rücken. Die rechte Hand von unten, die linke fassen. Ein bisschen den Blick anheben. Schön einen geraden oberen Rücken. Ein bisschen zurücklehnen. Nochmal das Becken kontrollieren. Ein bisschen sinken, aber nicht loslassen. Und dann die Hände lösen, die Hände zurück auf die Matte, den linken Fuß nach vorne bringen, nochmal Vorwärtsbeuge, Hände auf die Matte, einschnaufen, aufstehen, Rückbeuge, ausschnaufen, derma Körperseite. Kurz stillstehen an der Berghaltung, einmal einschnaufen und ausschnaufen. Super. Jetzt machen wir den verdrehten Stuhl. Dann die Füße direkt nebeneinander auf die Matte stellen. Dann den Arm anheben. Gerade aufstrecken. Handflächen aufeinander. Sitzen tief zurück in den Stuhl. Das Gesäß zurückbringen. Brust abheben. Hände jetzt Herzmitte bringen. Von da bringen wir den rechten Ellbogen außen ans linke Knie und rühren den Oberkörper nach links auf. Schaut, dass die Knie nebeneinander bleibt, dass die nicht verschiebt voneinander. Sonst könnt ihr die auch korrigieren. Den Bauch noch ein bisschen reinziehen und ein bisschen tiefer sitzen. Und die Brust aufdrüllen, dass möglichst die Hände Herzmitte sind. Hier einmal einschnaufen und ausschnaufen. Die Verdrehung langsam lösen. Gerade noch mal im Stuhl bleiben. Die Hände Herzmitte. Und linken Ellbogen außen ans rechte Knie. Dasselbe nach rechts. Brust aufdrüllen. Das ist eine Wirbelsäulenverdrehung, wo wir dann machen, Blick Richtung Decke aufbringen, Bauch reinziehen und schauen, dass die Knie nebeneinander bleiben. Super. Langsam lösen. Zurück in den Stuhl. Einschnaufen, aufstehen. Arm aufstrecken. Und dann gerade nach rechts aufdrüllen. Den Arm parallel zum Boden bringen. Wenn du kein Problem hast mit dem Ischias, kannst du die Zehen leicht einstellen. Hier jetzt die Brust nochmal anheben, die Arme zurückstrecken, dass die Schulterblätter leicht zueinander ziehst hinter dem Rücken und ausschnaufen mit flachem Rücken vorne runterkommen. Die Hände auf die Matte bringen, das ganze Gewicht ein bisschen vorne kippen, dass du mehr Druck in den Zehen spürst und dann hier den Rücken mal verlängern. Die Rückseite der Beine dehnen, verlängern. Jetzt kannst du, wenn die Hände unten sind und die Beine gestreckt sind, kannst du die Fersen von außen hin fassen. Wenn du nicht ganz von den Fersen machst, ist auch die Fußgelenke oder die Wedel okay. Einfach dich irgendwo an deinen Beinen heben. Flachen Rücken, den Blick zwischen den grossen Zehen. Das Gewicht noch mal ein bisschen vorne schiften. Bauch reinziehen. Beine strecken, das Gesäß Richtung Decke strecken und jetzt mit den Händen an den Füßen ziehen, deinen Kopf vorne runterziehen, Wirbelsäule verlängern und da halten. Einmal einschnaufen und ausschnaufen. Super, die Füße langsam lösen, den Arm ausstrecken, die Beine sind gestreckt, Oberkörper aufrichten, Rücken flach, hinstehen. Rechter Fuß zum linken, die Hände über den Kopf. Ausschnaufen, der nach Körperseite. Einmal einschnaufen und ausschnaufen. Super. Jetzt machen wir den Baum. Kommt mal in die Mitte. Ich drehe mich jetzt nach zu euch um, dass ihr mich besser seht. Dann mal den linken Fuß gut mit dem Boden verankern. Das heisst, die Zehen vielleicht wieder leicht spreizen, dass du den Boden unter dem ganzen Fußsohle spürst. Das linke Bein ist gestreckt. Rechte Fuß hoch auf die linke Hüfte, Fußsohle Richtung Decke und dann das Knie zurücksinken lassen. Dann die Hüfte öffnen, auch das Knie öffnen, rechte Hand, Herzmitte. Jetzt schau, dass du nicht das Gesäß hinten rausstreckst, sondern das Gesäß bewusst ein bisschen vorne schieben, das Steißbein reinziehen. Bauch rein, Brust anheben, Knie weg von der Brust, Blick geradeaus. Die Schulter noch ein bisschen entspannen, weg von den Ohren. Die linke Schulter ist etwas einfacher runterzuziehen. Dort zieht es vielleicht mit dem Fuß noch die Hand runter. Das Knie schön gegen runterstrecken. Bauch
hineinziehen, den Fuß in die Matte stoßen, jetzt noch einmal einschnaufen. Aufstrecken. Richtig fest mit dem Oberkopf, richtig Decke wachsen, als ob dich jemand aufziehen würde. Eine lange, gerade Linie, deine Wirbelsäule bis zum linken Fuß. Super. Ausschnaufen, lösen, Thermakörperseite. Wechseln gerade die Seite, den rechten Fuß gut verankern. Zehen spreizen. Linke Fuß hoch auf die rechte Hüfte. Fußsohle zeigt nach oben. Das Knie zurück. Knie möglichst nebeneinander. Spürt sicher ein bisschen im Knie, Oberschenkel, in der Hüfte. Ist alles okay. Jetzt Becken wieder für ein Steißbein ziehen, Bauch rein. Brust anheben. Die Schulter entspannen. Knie weg von der Brust. Blick geradeaus. Linke Hand, Herz, Mitte. Schön beide Hüfte machen. Zeigen nach vorne. Die Schulter ist nach vorne ausgerichtet. Ganz Körper nach vorne ausgerichtet, gute Haltung, nochmal einschnaufen, Brust anheben, Oberkopf Richtung Decke strecken, sehr gut, ausschnaufen, lösen, Thermakörperseite. Einmal einschnaufen, einmal ausschnaufen, dann machen wir gerade nochmal eine Übung im Stehen, dann das wieder mit dem linken Fuß gut verankern. Dass der linke Bein ist gestreckt. Jetzt, ich drücke mich kurz von euch weg, dass ihr es besser seht. Jetzt nehmt ihr die rechte Hand. Nein, macht es mal anders. Nehmt die rechte Hand von außen. Und dann auch noch die linke Hand hinterher bringen. Dass ihr den Fuß von außen mit beiden Händen fasst. Jetzt die Knie wendet nebeneinander. Den Fuß möglichst gegen das Gesäß anstrecken. Die Schulter nach hinten loslassen. Die Ellenbogen zueinander bringen. Brust anheben. Blick leicht nach vorne rauf. Schaut, dass die Knie möglichst nebeneinander sind. Wir wollen durch den Druck vom Fuß gegen das Gesäß den Vorderschenkel von dem rechten Bein dehnen. Gleichzeitig öffnen wir Brust und Herz ein bisschen öffnen, die Schulter ein bisschen zurück öffnen. Wir brauchen ein bisschen Stärke hier in den Arm. Nochmal einschnaufen, den Fuß noch etwas fester drücken und ausschnaufen, lösen. Super. Machen wir gerade die andere Seite. Ich drücke mich noch einmal so, dass ihr mich seht. Den rechten Fuß gut verankern, den linken Fuß anheben von außen. Mit beiden Händen den Fuß fassen. Das Knie etwas zurückbringen, neben das andere. Dann die Brust, Oberkörper wieder zurück, den Fuß drücken. Von der Seite schauen. Wieder stabilisieren. Knie nebeneinander. Das Knie genau nebeneinander. Den Fersen fest andrücken, die Ellbogen hinterher, dass es die Schulter nach hinten öffnet. Brust leicht anheben, Blick vorne rauf. Die Schulter sind weg von den Ohren, weg runter hinten. Rechte Beine strecken, den rechten Fuß in die Matte stoßen. Trainieren das Gleichgewicht. Gleichzeitig öffnen wir die Schultern, das linke Bein, also den Vorderschenkel dehnen, das Knie öffnen, die Fersen andrücken und ausschnaufen, lösen. Super. Kurz vielleicht ein paar Hüftkreise machen. Links und rechts. Den Rücken ein bisschen lösen. Dann kommen wir von hier ans vordere Mattenende. Dort nicht mal einschnaufen, Hände aufstrecken. Ausschnaufen, vorne runterfalten. Dann kurz ein bisschen die Länge finden im Rücken. Vielleicht die Beine mal links und rechts ein bisschen ausschütteln. Dann bringen wir die Hände auf die Matte, das heisst, die Beine so fest anziehen, dass das geht, dass ihr da die Hände voll auf die Matte bringen könnt. Jetzt könnt ihr mit den Füßen entweder hinten laufen oder hüpfen. So. Dass ihr eigentlich hier fast im Brett sind. Wir kommen aber jetzt in einen herabschauenden Hund. Mal einen schönen herabschauenden Hund. Wie ein umgekehrter Buchstaben V. Die Hände schulterbreit, Finger gespreizt. Zeigefinger nach vorne. Arm strecken, Schulter breit. Richtig Füße drücken, die Schultern. Einen geraden Rücken, den Bauch rein, das Gesäß aufstossen. Ist okay, wenn die Beinbogen sind. Aber wir wollen die Linie von deinem Steißbein bis zu den Fingern eine gerade Linie. Blick zwischen den Füßen durch nach hinten. Wenn die Beine strecken, auch gut. Die Fersen Richtung Boden drücken. Ist aber sekundär. Und von da kommen wir jetzt ins höhere Brett. Hier kurz halten.
gerade Linie, Oberkopf bis zu den Fersen. Die Fersen ein bisschen zurückstossen, starke Schultern, den Bauch anspannen, kurz halten, nochmal einschnaufen, auch den Nacken gerade, den Blick also ein bisschen vor deinen Händen am Boden und dann langsam absinken, bis auf dem Boden bleibst. Die Zehen kannst du jetzt strecken, die Hände bleiben gerade unter den Schultern, die Beine vielleicht so leicht, ein paar leicht anspannen und jetzt für die Cobra einschnaufen und den Oberkörper vorne aufrollen, Brust anheben. Zuerst mal die Hände nicht brauchen, die sind nur zur Unterstützung da. Blick vorne rauf, den Nacken strecken, die Schulter ein bisschen zurücknehmen, Bauch in die Matte stossen, die Füße in die Matte drücken. Und jetzt von da bis da hier können wir einfach den Rücken trainieren, den Rücken stärken. Jetzt kannst du noch ein bisschen die Hände zur Hilfe nehmen, damit wir den Rücken noch ein bisschen mehr beugen können. Du brauchst noch etwas mehr anheben, also die Hände leicht in die Matte stossen, den Blick gerade vorne rauf, Ellbogen, Schultern weg von den Ohren. Und ausschnaufen, langsam wieder zurückrollen, auf die Matte kommen. Sehr gut, dann mit den Arm leicht zurücknehmen, etwa 45 Grad weg vom Körper. Für die Heuschrecken. Zehen und Fersen gestreckt, dann einschnaufen, abheben. Hände, Schultern, Füße, alles etwa gleich weit weg von der Matte. Noch ein bisschen höher. Beine anspannen, Zehen strecken, die Arme strecken, bis in die Fingerspitzen strecken. Noch ein bisschen höher und dann einmal halten. Ausschnaufen, lösen, sehr gut. Dann bringen wir die Arme vorne bringen. Das mal ein bisschen weiter vorne als vorher. Und dann uns aufrollen, da, bis wir auf den Unterarm stehen, sodass die Unterarm direkt unter den Schultern sind. Das ist für die Sphinx. Jetzt ziehen wir da die Brust vorne rauf, ganz aktiv. Die Brust ein bisschen vorne drücken, die Schultern zurücknehmen. Jetzt wollen wir probieren, da langsam wieder ein bisschen runterrollen. Geht mit den Armen natürlich nicht ganz flach. Und wieder raufrollen. Aus den Wirbelsäulen rausstrecken, Brust vorstrecken. Bauchnabel bleibt eigentlich fast auf der Matte. Nochmal ausschnaufen, etwas tiefer kommen. Noch einmal einschnaufen. Vorne raufrollen, die Schultern wegnehmen von den Schultern, von den Ohren. Brust vorstrecken. Bauch in die Matte stossen, die Wirbelsäule leicht zurückbeugen, Herzraum öffnen, ausschnaufen, loslassen, zurück auf die Matte kommen. Jetzt könnt ihr ganz hinlegen. Jetzt machen wir gerade den Bogen. Vielleicht kurz das rechte Ohr auf die Matte bringen, den Rücken für einen Moment zuerst noch loslassen. Dann den Blick wieder nach vorne. Dann die Füße anziehen und die Füße von außen fassen, alle Finger nebeneinander. Da die Knie und die Füße möglichst nah beieinander lassen, die Schultern hinten zusammenziehen und jetzt einschnaufen, alles weg vom Boden in den Bogen. Die Schultern loslassen, Blick nach vorne oben, Knie noch ein bisschen rauf, Schultern noch ein bisschen rauf, den Weichteil vom Bauch in die Matte stossen. Das heisst, zwischen dem untersten Rippli und dem Hüftknochen und alles andere probieren, weg vom Boden zu strecken. Aufstrecken. Schultern noch ein bisschen entspannen. Das Gesicht entspannen. Noch ein bisschen höher. Halten. Super. Ausschnaufen. Langsam lösen. Das linke Ohr auf die Matte. Die Arme an die Körperseite. Handflächen in Richtung Decke. Einmal einschnaufen und ausschnaufen. Jetzt könnt ihr die Hände vorne nehmen, neben den Kopf, das Gesäß zurückstossen, auf die Fersen und da gerade in der Kinderhaltung den Rücken kurz loslassen. Die Stirn auf die Matte legen, ihr könnt auch die Unterarme hinlegen auf die Matte.
Schön tief drücken, ein- und ausschnaufen. Gerade nochmal schöne langsame Atemzüge ein- und aus. Sehr gut. Dann kommen wir in die Tischposition. So in vier Füßen eigentlich. Schön mal schauen, dass die Knie direkt unter den Hüften sind. Die Hände direkt unter den Schultern. Schön gerade Rücken, flachen Rücken, flachen Nacken. Und dann für Katz, machen wir Katzenbuckel. Zum Ausschnaufen ist der Katzenbuckel. Das Kinn anziehen, den Bauch reinziehen. Und dann einschnaufen, Hohlkreuz, die Schultern weg von den Ohren. Blick vorne rauf. Ausschnaufen, Katzenbuckel. Fest in den Rücken reinrunden. Einschnaufen, Hohlkreuz, Wirbelsäule, Kompression. Ausschnaufen, Katzenbuckel. Nochmal einschnaufen, langsame Bewegungen, aber spüren, dass ihr die Wirbelsäule richtig schön beugt und auch die Schultern mitnehmen in dieser Übung und den Nacken. Ausschnaufen, hier als Steißbein unten reinziehen, dass man wirklich von Nacken bis und mit Steißbein eine ganz schöne Runde gegen oben haben. Nochmal einschnaufen, jetzt das Gegenteil, das Gesäß hinten aufstrecken, den Kopf vorne aufbeugen, die Schultern wegziehen und ausschnaufen, Katzenbuckel. Sehr gut, dann kommen wir in die neutrale, schön flachen Rücken. Jetzt strecken wir den rechten Arm vorne und das linke Bein hinten. Hier gute Stabilität finden, damit wir wirklich eine horizontale Linie haben, von Finger bis Zehen. Und die Zehen und die Finger jetzt fest auseinanderstrecken. Beide Hüftknochen zeigen nach oben, der Blick am Boden, sodass der Nacken auch schön gerade ist. Nochmal einen Moment halten, strecken, verlängern, ausschnaufen, lösen, zurück auf die Matte. Andere Seite, linke Arm und das rechte Bein. Das rechte Bein strecken, die rechte Schulter einfach reinhängen, sondern schön ein bisschen daraus rausstossen, damit ihr eine flache Wirbelsäule habt. Rechte Hüftknochen, gleiche Höhe wie linke Hüftknochen, linken Arm gerade führen. Strecken, Zehen strecken, das Bädchen anspannen, Oberschenkel anspannen, linke Arm gerade führen, strecken bis in die Zehenspitze. Nochmal einschnaufen, ausschnaufen, strecken, verlängern. Sehr gut, lösen. Super. Jetzt kommen wir in die Heldenstellung, also nur mit den Beinen. Das heisst, wir öffnen vielleicht die Knie ganz leicht, aber hauptsächlich öffnen wir die Füße so weit, öffnen, dass zwischen den Füßen kannst du auf die Matte sitzen. Wenn das gar nicht geht, kannst du einen Block nehmen, zum draufsitzen. Oder kannst du natürlich auch ein Kissen nehmen oder ein Tuch oder eine Decke aufrollen. Dass du da gleich stabil kannst sein mit dem Gesäß zwischen den Füßen oder eben ganz am Boden. Wenn die Vorderschenkel dehnen, Knie spüren ist okay, aber kein Schmerz in den Knie. Jetzt machen wir zu dem Herren noch Adlerarme. Das heisst, wir bringen den Arm raus, bringen den rechten Arm unter dem linken durch. Dann den Arm kreuzen und gerade nochmal kreuzen, sodass die Handflächen vor dem Gesicht aufeinander kommen. Also den rechten Arm unten durch, kreuzen, Handflächen vor dem Gesicht aufeinander. Jetzt schauen, dass ihr die Schulter auf gleiche Höhe bringt, die Hände vor dem Gesicht, die ganzen Ellbogen jetzt noch ein bisschen runterziehen, damit ihr die Schultern schön nach vorne abdehnen. Und jetzt einschnaufen, die Hände aufstrecken. Aufrecht sitzen, die Schultern dehnen, ausschnaufen, Arm wieder runterziehen, die Schultern weg von den Ohren und dann langsam lösen. Gerade die andere Seite, Arm ausstrecken,
Und dann den linken Arm unter dem rechten durch. Arm kreuzen, Hände vor dem Gesicht aufeinander. Dann noch ein bisschen ausgleichen, die Schulter auf gleiche Höhe bringen. Ellbogen runterziehen und die Schultern dehnen. Einschnaufen, die Arme aufstrecken, so weit wie es geht. Und ausschnaufen, jetzt runterziehen, tief bringen. Möglichst die Fingerspitzen zur Nasenhöhe oder noch etwas tiefer. Dann nochmal kurz halten, Oberkörper noch etwas aufrichten. Und dann ausschnaufen, lösen. Den Arm loslassen. Super. Jetzt können wir in die Fersen sitzen. Also wir bringen jetzt die Füße und die Knie wieder zueinander. Dass wir da zwischen, also einfach auf den Fersen können sitzen. Und probieren jetzt die Hände hinter dem Rücken in die beste Position zu bringen. Ich tue mich ein bisschen von euch wegdrüllen. Wenn ihr gleichzeitig noch möchtet, die Zehen ein bisschen trainieren, könnt ihr hinten auch die Zehen umlitzen und so im Fersen sitzen. Sie ist ein bisschen anspruchsvoller für die Füße. Jetzt bringen wir hinter dem Rücken die Fingerspitzen zueinander, fahren langsam die Wirbelsäule auf, bis die Handflächen aufeinander kommen. Vielleicht geht das auch nicht, aber probieren geht ja bekanntlicherweise überstudieren. Das ist eine Dehnung oder ja, eine Übung für die Handgelenke. In den Unterarmen spürt man die Verdrehung. Gleichzeitig öffnen wir dann die Schultern ein bisschen. Und es ist gut für die Haltung. Du kannst fast nicht den Oberkörper nicht aufrecht haben, wenn die Hände so hinter dem Rücken fällt. Also, nochmal bewusst den Kopf ein bisschen mehr Richtung Decke strecken, Brust anheben, vielleicht Steißbein noch ein bisschen hinten reinziehen, ein bisschen zurücklehnen, gibt noch einen anderen Druck auf die Arme, einmal einschnaufen und ausschnaufen. Super, die Hände langsam lösen, den Sitz lösen. Jetzt machen wir eine Wirbelsäulenverdrehung, bringen das rechte Bein gerade nach vorne, die Zehe geflext. Der linke Fuß, sehen wir es so besser, den rechten Fuß über das linke Knie stellen. Schauen, dass ihr beide Sitzknöchel auf der Matte habt, dass das Becken schön aufgestellt ist. Die linke Hand könnt ihr direkt hinter dem Rücken wie ein Ständer hinstellen, mit den Fingern gegen hinten, sodass die Innenseite vom Handgelenk und vom Unterarm direkt gegen den unteren Rücken kommt, dass sie so schön stabil sind. Einschnaufen, die rechte Hand aufstrecken, rechte Ellbogen auf die Aussenseite, auf die Aussenseite vom linken Knie und dann nach links zurückdrüllen. Den Bauch reinziehen. Mit der linken Hand schauen, dass du aufrecht sitzt. Mit dem rechten Ellbogen oder Arm kannst du dich zurückdrüllen. Beide Schultern auf gleicher Höhe. Jetzt auch den Nacken mitrollen, zurückdrehen, nochmal einschnaufen verlängern, ausschnaufen, noch ein bisschen weiter zurückkommen und dann langsam lösen. Wir wechseln die Seite, wechseln, strecken das linke Bein, die Zehe flext, rechte Fuß über das linke Knie. Schauen, dass beide Sitzknöchel auf der Matte sind, rechte Hand hinter den Rücken, wie ein Ständer, schön aufrecht sitzen. Einschnaufen, linke Hand anheben, linke Ellbogen außen ans rechte Knie und nach rechts zurückdrüllen. Den Bauch reinziehen, damit wir Platz haben für das rechte Bein. Zurückschauen, nochmal einschnaufen, aufrecht sitzen, ausschnaufen, zurückdrüllen. Von unten nach oben, Wirbel um Wirbel zurückdrehen, auch den Nacken mitdrüllen und dann langsam lösen. Super. Jetzt könnt ihr gerade auf den Rücken ablegen. Hoffentlich habt ihr irgendeinen Block oder ein Tüchel in der Nähe oder ein Küsschen. Könnt ihr euch dann das unter das Gesäß tun. So, ja, richtig so ein bisschen unter das Gesäß. Der mal Körper sein, dann strecken wir einfach mal die Beine gerade auf. Vielleicht musst du den Block ein bisschen verschieben. Jetzt merkst du es vielleicht. Es ist ein bisschen höher. Die Zehen sind geflext. Jetzt einfach hier für einen Moment bleiben. Den Bein gerade aufgestreckt. Arm flach an der Körperseite. Es geht auch ohne Block. Es ist dann einfach ein bisschen anspruchsvoller, weil wir nicht unbedingt die Flexibilität haben, um hier
Beine gerade aufstrecken. Aber du kannst es natürlich ruhig mal versuchen. Es sollte recht entspannend sein für das Becken, auch für den Rücken. Du könnt mal die ganze Rücken auf die Matte legen. Wenn du noch ein bisschen die Schultern mehr willst, zurückdrücken lassen, kannst du auch die Arme gerade aufstrecken. Nochmal einschnaufen, vielleicht alles bewusst noch ein bisschen gegen die Decke strecken und beim Ausschnaufen nochmal mehr sinken lassen. Die Schulter in die Matte, die Hüfte in die Matte, die ganze Wirbelsäule flach in die Matte. Sehr gut. Ausschnaufen, loslassen. Füße auf die Matte stellen. Jetzt, wenn wir schon auf dem Rücken sind, machen wir gerade Kerzen oder den Schulterstand. Vielleicht schauen, dass ihr ein bisschen Platz habt hinter euch. So, dann können wir also eure Kerzen. Wir bringen das Gewicht zurück auf die Schultern und können dann die Hände an den unteren Rücken bringen. Mit den Ellbogen möglichst schulterweit auseinander. Und dann vielleicht noch ein bisschen weiter hochlaufen, bis ihr die Schultern und die oberen Arme auf der Matte habt. Und dann die Beine gerade aufstrecken. Ihr könnt die Zehen geflext haben. Und jetzt hier mal das Schwergewicht ein bisschen einsinken. Das ist natürlich auch eine Umkehrstellung. Das Herz ist höher als der Kopf. Es gibt frischen Sauerstoff fürs Hirn. Und generell ist es gut zwischendurch. Mal alles ein bisschen umzukehren. Den ganzen Körper mal ein bisschen umzukehren. Oben ist unten, unten ist oben. Und ein bisschen sein. Da jetzt auch bewusst schnaufen. Beim Einschnaufen hebt sich der Bauch. Die Lunge füllt sich. So gut es halt geht. Vielleicht musst du mehr in den Rücken ein- und ausschnaufen. Ausschnaufen, den Bauch reinziehen. Noch einen tiefen Atemzug. Ausschnaufen. Jetzt können wir von hier an noch im Flug. Du kannst probieren, mit dem Gesäß genau dort bleiben, wo es ist. Beine langsam hinten absenken. Vielleicht musst du sie beugen, dass es ein bisschen weniger anstrengend ist. Schau, ob die Füße kannst du auf den Boden bringen. Knie links und rechts von den Ohren. Wenn du ganz unten bist, kannst du da für einen Moment loslassen. Aber jetzt wollen wir eigentlich die Beine probieren zu strecken. So, jetzt kommen die Knie dann über dem Gesicht. Vielleicht kannst du sogar die Füße wegheben vom Boden. Dass da musst du die Muskeln vom Bauch ein bisschen mehr brauchen. Du kannst auch die Zehen einmal hinstellen, ein bisschen weiter zurückstrecken. Ein bisschen spielen mit dieser Übung. Und dann langsam probieren, die Beine gestreckt wieder auf in die Kerze zu bringen. Vielleicht musst du sie auch beugen. Einfach probieren. Super, Knie anziehen. Abrollen auf den Rücken, vielleicht kurz ins Sitzen kommen, an den Knie heben, Brust anheben, gerade aufrecht hinsitzen. Super. Und jetzt liegen wir gerade nochmal auf den Rücken, machen dann noch den unterstützten Fisch. Wenn ihr zwei Blöcke habt oder eben ein aufgerolltes Tuch oder ein Küssi, könnt ihr jetzt das eine schauen. Entweder hinlegen oder aufstellen. Wir müssen ein bisschen probieren, wie es geht für euch am besten. Muss es bequem sein am Schluss. Oder mindestens ein bisschen bequem. Und das andere Block oder Küsse könnt ihr dann unter den Kopf nehmen. Vielleicht habt ihr lieber, wenn der Kopf ein bisschen tiefer ist als die Brust. Vielleicht ist alles ein bisschen tiefer. Wir wollen bewirken, dass man da richtig den Herz- und Brustraum öffnet. Du kannst die Arme seitlich ausstrecken. Du kannst vielleicht ein paar Mal probieren mit der Höhe und den Varianten von Block und Küsse. Es geht also auch ganz gut, wenn du ein aufgerolltes Tuch unter die Schultern nimmst und ein Küsse unter den Kopf. Es sollte nicht krasse Beugung im Nacken geben. Also den Kopf genug hoch auf den Supporten, dass der Nacken gestützt ist. Wir wollen den Herz- und Brustraum öffnen. Dort wollen wir die Öffnung spüren. Wir können die Zehen nach außen ausfallen lassen.
Beine sind zwar gestreckt, aber recht entspannt. Auch die Arme und Hände könnt ihr entspannen. Dann hier die Meridiane öffnen und von den Fingern bis zum Herz rumlaufen. Und gleichzeitig auch die Vorderseite, die ganze Front vom Körper entlang ablaufen. Hier schön tief reinschnaufen. Das sollte eine entspannende Übung sein. Nicht unbedingt super bequem, aber doch, dass ihr euch rein entspannen könnt. Tiefe, langsame Atemzüge. Einmal tief einschnaufen. Spüren, wie sich die Brust hebt, expandiert, vergrößert. Und ausschnaufen, zieht sich alles wieder ein bisschen zusammen. Macht es gerade nochmal, damit es sich so gut anfühlt. Einschnaufen, Brustkorb vergrößern. Noch ein bisschen mehr Luft reinziehen. Und ausschnauf, alles raus. Sehr gut, den Kopf langsam anheben, kannst du auch unterstützen mit der Hand. Obere Block oder Küsse wegnehmen. Den Arm auf die Ellbogen kommen. Jetzt auch den unteren Block wegnehmen. Und dann für so Savasana dich auf den Rücken legen. Schön hinlegen. Vielleicht noch mal die Hände zuerst Richtung Decke strecken. Vielleicht muss ich auch den Kopf und das Kinn noch mal anziehen. Einfach noch die Bewegungen machen, die du brauchst. Vielleicht noch ein kurzes Päckchen machen. Den Rücken noch mal in die Richtung runden. Die Schultern noch ein bisschen rollen. Je nachdem, was du brauchst nach dem Fisch. Und dann in die Schlussentspannung kommen, wenn du bereit bist. Arm auf die Matte legen, mit den Handflächen Richtung Decke. Füße und Beine ganz entspannt hinlegen, Zehen ausfallen lassen, die Hüftknochen leicht ausfallen lassen, den Kopf in die Matte legen, das Gesicht entspannen. Den ganzen Körper schwer werden lassen. Hier langsam den Übergang machen von den aktiven Übungen zum einfach sein. Zum passiv den Körper in die Matte sinken. Auch das Gesicht und den Kiefer entspannen. Und einfach loslassen. Kontrolle für einen Moment abgeben. Die Endentspannung geniessen. Und das ein paar Minuten liegen bleiben. Es tut gut am Schluss von diesen Übungen am Körper Gelegenheit zu geben, wieder frischen Sauerstoff im ganzen Körper zu verteilen. Das geht am besten, wenn wir ruhig sind, wenn wir uns nicht bewegen. Uns ganz entspannen. Es ist auch für den Geist gut und fürs Herz, für einen Moment nichts müssen zu denken, zu machen. Einfach zu sein, loszulassen, dürfen zu sein. Schön, hast du heute wieder mitgemacht, bist du da dabei gewesen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, was für Zeit ist, wenn du das machst. Bis bald mal wieder. Schön, hast du mitgemacht. Namaste.